So, jetzt hatte ich die ersten Mods schon mal getestet. Also den einen, der ja da vor allem wahrscheinlich gestört hat, IBS, und habe den mal deinstalliert. Aber an dem liegt es nicht. Definitiv nicht. Tja, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt zocke ich halt einfach mal hier ein bisschen so Single weiter. Hier waren ja Tiere da. Ich hoffe, das ist immer noch so. Dann gucken wir halt mal. Ja, zähmen können wir uns jetzt auf jeden Fall erstmal nichts. Was wir jetzt zuerst machen, ist mal ein bisschen was bauen schon und was. Ein paar Level machen noch. Mal gucken, ob man vielleicht dann schon mal irgendwas Kleines. Ja, doch, hier gibt es Tiere. Da fliegt was rum. Ob wir uns wenigstens schon mal irgendwas Kleines zähmen können. Ja, mal schauen. Also wenn, dann brauchen wir mindestens den Betäubungsbogen. Und ich glaube, dafür müssen wir Level 15. Ne, ich glaube, Level 15 hat dafür nicht mal gereicht. Na gut, also fällen wir erstmal ein bisschen was. Jetzt sind wir sowieso gleich überladen. Nämlich genau jetzt. Wir haben ein bisschen was dabei. Wir haben hier, ja, okay, Holz wird höher gestackt anscheinend. Das ist aber noch der alte Stack, oder? Von IBS. Der gar nicht mehr geht. Na, ich verstehe es nicht, ist ja auch egal. Strukturen, Holz. Wir haben erstmal eine Foundation. So, und dann scheitert es jetzt mit Sicherheit an Holz. Macht nichts, können wir gleich ändern. Haben auf jeden Fall gleich wieder einen Levelaufstieg. Nochmal eine. Es scheitert wieder an Holz. Ja, sehr gut. Ah, Level up. Ist in Ordnung. Wie viel Lebensenergie haben wir? Gut, wir gehen wieder auf Gewicht. Wir brauchen auf jeden Fall das Gewicht. 22 in Grammpunkte. Jetzt gucken wir aber erstmal nach unten weiter. Ach so, ja doch, wir könnten trotzdem mal gucken. Parasaurier wäre natürlich eine Idee. Bogen, ja, da brauchen wir Level 15. Aber ich glaube, für den Tranquilizer Pfeil brauchen wir sogar, ja, Level 20. Naja, gut. Jetzt gucken wir mal, das ist alles noch Standard hier, das ist klar. 60, 55, 50 und so weiter, 65, 80. So, jetzt sind wir hier schon bei den ersten Mod-Sachen, das weiß ich nicht, was es ist. Hier kann ich im Moment nicht. Da wären lauter neue Sachen, das könnte der Many New Items sein. Level 75, 70, 73, das dürfte die Tranquilizer eigentlich sein. Ja, bin mir aber nicht sicher, was das jetzt wirklich ist. Da ist jede Menge neues Zeug drin. Das können wir vergessen. Benötigt in Gramme erstmal das hier. Weiß gar nicht, warum er das jetzt auf einmal schon hier drin hat. Das geht doch eigentlich noch gar nicht. Naja gut, egal. Wooden Stairs, jetzt ist die Frage, könnte man eigentlich mal lernen. Spiral, genau, das ist das von den rounded Sachen. Dann Level 20, das werden wahrscheinlich dann die Holzsachen sein. NC haben wir. Ja, Slowproof geht natürlich noch gar nicht, weil wir ja das andere noch nicht haben. Hier haben wir alles, das Glaszeug, wo auch immer das hergestellt wird. Dafür brauchen wir Advanced Charging Station. Ja, die wird auf den, das müsste die da sein oder so. Brauchen wir erstmal Level 30. Können wir erstmal vergessen. Hier haben wir die ganzen verstärkten Schlag-mich-tot-Sachen. Ja, da geht auch noch nichts. The Pimp's Missy, das könnte ich glatt machen. Das sollten wir vielleicht sogar. Da können wir mal schauen, was man dann da machen kann mit Strange Level Full of Pimp Magic Stuff. Das ist dann, wofür man auch immer das braucht. Für irgendwas brauchen wir es bestimmt. Genauso wie Carbon. Pimped Couch, Pimped Stuhl, Pimped Table. Okay, ja, der Rest wird dann eher hier interessant. Die Pimped Rüstung und was. Genau, Dodo Scout Armor. Leather Armor, Metal Armor. Geil, scheiße. Aber das kommt später. Armor Argentavis sein. Aha, Armor Rex sein. Frog sein. Ja, da kommen wir. Ball of Hate. Ach, das ist Mittelalter, das Ball of Hate Zeug und so. Gut, warten wir erstmal. Ja, das ganze Zeug vergammelt mir natürlich jetzt alles. Oh, ich kann mich trotzdem nicht bewegen. Stairs, genau, da haben wir das dann drin, ja. Welches Level hat denn der? Naja, gut. Eh zu low. Ja, naja gut, dann zocke ich halt jetzt hier erstmal ein bisschen weiter, ein bisschen Single. Hab noch ein bisschen Zeit. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Machen wir nochmal ein Video.
Dann wird's halt Single erstmal, bis das Problem da vielleicht gelöst ist. Wie viel haben wir denn jetzt? 3, jetzt haben wir gleich 4. Okay, das ist aber noch, sowieso noch nicht genug. Gehen wir ein bisschen. Nahkampfschaden braucht man eigentlich nicht. Bewegungsgeschwindigkeit wäre eine Idee. Den Knüppel, damit können wir schon irgendwas vielleicht zusammenknüppeln, falls wir doch was mal zähmen wollen. Ich würde sogar sagen, doch, den lernen wir. Wir müssten im Endeffekt sowieso genug Engrampunkte kriegen. Lederschlafsack wäre eine Idee. Die Steinschleuder brauche ich sowieso für den Bogen. Das einfache Bett entfällt schon nicht mehr genug Punkte. Okay. So, jetzt sind wir gleich wieder voll, aber egal. Können wir die eigentlich reparieren? Können wir? Sollten wir tun. Bevor es so kaputt geht. Wobei das, glaube ich, ist sowieso immer dasselbe kostet. Ist egal, ob sie dann ganz kaputt ist oder nicht. Das ist, glaube ich, Wurst. So, wir machen mal 6 Foundations, 8 Foundations. Na, wir brauchen eigentlich ein bisschen mehr. Wir legen mal schön los, ja. Also hier gibt es auf jeden Fall Dinos. Das Problem ist irgendwo auf dem Server. Ich weiß nicht, was es ist. Wie viel haben wir dann? Dann haben wir jetzt 6 Stück. Wir machen mal 8 auf jeden Fall. Vorher brauchen wir... Oh, Level Up. Schön. Gehen wir ein bisschen auf Gesundheit. Schadet auch nichts. Oh, komm. Ja, es spackt manchmal ein wenig. Es ist witzigerweise Single schlimmer als auf dem Server. Verstehe ich überhaupt nicht, aber gut. Mörser und Stößel wäre natürlich eine Idee. Zündpulver brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Narkosemittel wäre eine ganz gute Idee. Den Pinsel brauchen wir noch nicht. Oder so Standing Torch oder so ein Quatsch. Das ist jetzt nicht so wichtig. Schräges Strohdach, damit wir das Holzdach lernen können, ja. Ah, ich bin schon wieder zu schwer. Es geht nicht mehr bewegen. Na gut. Herstellen. Dann müssen wir jetzt 7 haben, genau. Ah, jetzt bin ich trotzdem überladen. Sehr gut. Das ist natürlich nice. Ja, also auf dem Server läuft es besser. Ja gut, da muss nicht alles mein Rechner machen. Wahrscheinlich liegt es irgendwie da dran. Nochmal eine. So, dann haben wir 8. Oh, dann brauchen wir ein paar Wände. Brauchen wir natürlich noch mehr Holz. Jetzt ist gerade die Frage, das ganze Fleisch vergammelt mir sowieso. Ah ja, also das funktioniert, dieser neue Stack. Aha. Das hat er sogar gleich gemacht, komischerweise. Ja, dann fügt er es doch mal zusammen. Genauso wie das. Das geht nicht, oder was? Ach so, weil das noch ein alter Stack ist. Ah ja, okay, das ist ein alter. Und warum habe ich da schon 9? Das verstehe ich nicht. Ja gut, egal. Also dieser neue Stack-Mod, den ich drauf gemacht habe, der funktioniert. Was soll's, dann nehmen wir den ein bisschen. Für Single ist er okay, für... Oh, da geht nichts. Bewegen ist nicht. Na, machen wir Holzwände, 2 Stück. Dann haben wir sowieso wieder einen Levelaufstieg. Und dann können wir... Genau. Nochmal ein bisschen auf Gewicht. Ja, werden wir auch so tun. Machen wir das Bett. So. Fiomia-Sattel wäre im Prinzip das Erste, was man machen könnte. Ist aber Quatsch. Wir haben noch ein bisschen Leder. Ne? Mal gucken, ob es reicht. Ich glaube aber nicht. Wir müssen uns mal irgendwie einen Low-Gegner suchen und den schlachten. Für das Bett. Lager. Da hätten wir hier die normale Kiste. Da brauche ich Stroh. Ich habe kein Stroh mehr. Ah, okay. Sehr gut. Mach noch eine davon. Dann holen wir uns halt ein bisschen Stroh. Von kleineren Bäumen. Da will ich immer lieber an kleinere Bäume ran. Aber hier gibt es keine kleinen. Naja, scheißegal. Dann machen wir es eben so. So. Herstellbare Strukturen. Jetzt ist gerade die Frage. Elektrisch, Lager, Betten. Den könnte ich sogar machen. Dafür fehlen mir... Ach, nur Fasern. Sonst könnte ich es machen. Na, ich habe genug Leder. Ja, dann holen wir doch mal ein paar Fasern. Und dann können wir uns das Bett bauen. Und dann haben wir schon mal das, dass wir nicht mehr irgendwo spawnen müssen. Das ist schon mal ganz gut. So. Okay. So. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal schnell auch, bevor wir ja sterben, weil wir, während wir hier irgendwo am Rumlooten sind, da rein, wo ich ungefähr bauen will. Und bauen das Bett auf. Notfalls, mein Gott, reißen wir es halt wieder ab. Ach, Moment, ich glaube, ein Bett muss man nicht abreißen, das kann man sogar mitnehmen. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Werden wir sehen. Naja, dann zocke ich halt ein bisschen Single, was soll's. Aber trotzdem, der Server muss irgendwie noch zum Laufen gebracht werden.
Na gut, er läuft ja, aber ich hätte schon ganz gerne auch Dinos. Wäre nicht schlecht. Weißt du, ohne Dinos fetzt es nicht. Naja. Mal schauen. Ja, natürlich, ich habe den Raptor geschlachtet, ich habe Dodos geschlachtet, ja, klar. Die Kombis, ich habe genug Leder gesammelt, logisch. Als nächstes brauchen wir ein bisschen Stein, dann können wir schon mal Mörser und Stößel bauen, aber jetzt werden wir erstmal das Gewicht aus dem Inventar los, indem wir die Foundations und so aufbauen. Und die müssen da oben was hinbasteln. So, los geht's. Können wir überhaupt noch ein bisschen rennen? Naja, rennen ist was anderes. Ja, also IBS macht wohl mit dem neuen Update massive Probleme. Da habe ich mehrere Kommentare und was dazu gefunden und Diskussionen, aber der ist es nicht. Den habe ich weggemacht und es geht trotzdem nicht. Es stehen NPCs da, 2900 rum, das gespawnt sind und dann steht unten drin bei aktiv 0, bei tot 0, Stasis 2900 rum. Ja toll, was soll das denn? Stasis. Keine Ahnung. Finde ich nicht so gut. Aber gut, was soll's. Ach, ich hätte ja die NC bauen müssen, ich Idiot. Naja gut, vielleicht können wir irgendwie trotzdem was machen. Wie weit kriegt man den denn da rein? Machen wir mal so. Na gut, dass wir hier mal irgendwie ein bisschen Fundament hinkriegen. Okay. So. Dann machen wir Wände daran. Und das Bett. Stell mal auf. 4. So. Und dann das Bett. Und das können wir ja einfach mal da so in die Ecke stellen. Mach. So, schnell reisen und halten für mehr Optionen. Man kann nämlich, glaube ich. Nee, man kann es nur abreißen. Scheiße. Na gut, Pech gehabt. Okay. Haben wir das. Als nächstes brauchen wir dann Kiste. Und wenigstens mal eine kleine, wobei mir das Fleisch sowieso vergammeln wird. Als gekochtes, naja, gut, vergammelt es etwas weniger schnell. Wir gucken jetzt mal raus. Sammeln noch ein bisschen weiter. Schauen, ob wir noch irgendwelche netten Tiere finden. Ja, ist ein bisschen blöd. Also nicht so ganz im Sinn des Erfinders mit den Tieren. In Stasis. Das ist das, was ich nicht verstehe. Was soll das heißen, in Stasis? Ja, natürlich verderben mir die ganzen Bären, auch das ist klar. Das waren, glaube ich, noch die ersten, die ich geholt habe. Aber gut, ich meine, Hunger und Wasser geht hier sowieso sehr langsam runter. Ja, Wasser im Moment sowieso nicht. Ich bin im Wasser. Der passt sowieso. Der Hunger sieht man ja ein bisschen, habe ich mittlerweile, aber ja. Ist ausgenoobt, genauso wie es auf dem Server auch war. Ja, wobei auf dem Server ist es schlimmer. Hier ist es nicht ganz so schlimm. Ja. Oh ja, hier gab es jetzt aber gut Holz raus. Aber ich bin auch gleich wieder voll. Wie viel Stroh haben wir denn? Ja, nicht die Welt. Also holen wir uns jetzt noch ein bisschen Stroh. Ja, von dem da hinten zum Beispiel, der ist nicht ganz so groß. Da ist ein Biber, oder? Ja, da ist ein Biber. Na, why not? Können wir mal gucken, was wir hier so rausholen. Stein, Feuerstein, mal schauen. Vielleicht Metall? Naja, aber mit der Steinspitzhacke holt man kaum Metall. Das kann man voll vergessen. Ah, eins. Ja, mittlerweile habe ich standardmäßig auf Deutsch stehen, weil es heißt ja nicht mehr Kiesel und so ein Quatsch. Es ist jetzt alles mal richtig übersetzt. Na, sag mal, jetzt ist leer. Gut. Wir werden gleich wieder... Oh ja, wir werden unbedingt die hier reparieren. Die Axt vielleicht besser auch. So, dann könnten wir uns noch ein Bett können wir sogar nochmal machen, aber das brauchen wir nicht. Was wir brauchen, wäre nochmal eine Waffe. Ein Knüppel, warum nicht? Wäre auch eine Idee. Macht den noch. Haben wir schon mal eine Fackel gemacht jetzt oder nicht? Doch, haben wir. Okay.
So. Okay, auch einen Knüppel haben wir. So, bewegen können wir uns gerade so, ja. Okay, aber brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Da haben wir einen Biber, wie gesagt, den werde ich so noch nicht machen. Das hat, glaube ich, wenig Sinn. Entfernt, gut, ich könnte mir eine Slingshot machen, aber naja, die ist mir, glaube ich, doch ein bisschen zu blöd. Verschiedenes, was haben wir hier? Den Waterskin, der wäre natürlich auch eine Idee. Wenigstens schon mal. Möbel, ach ja, das sind dann die Dinger drin, genau. Dafür brauchen wir aber, glaube ich, erstmal Metall. Für die ganzen Building Constructor und so. Ja, ja, 50 Metall, das können wir erstmal vergessen. Ja, braucht alles Metall. Das können wir löten. Ja, da brauchen wir erstmal Metall. Das sind diese Mod-Building-Extras. Dann Metall, was haben wir hier? Möbel, Metall. Ach so, der Dave, was auch immer das sein soll, verstehe ich nicht, aber egal. Research, ach ja, da ist das Design. Das wäre natürlich eine Idee. Brauche ich Rohmetall. Könnte man machen. Was man vielleicht zuerst mal machen wäre Lager. Nein, eine Kiste, meine ich doch. Holzlager, genau, da ist sie. Her damit. Danach wird es an Fasern fehlen, okay. Und ein Level up. Das ist nice. Gehen wir ein bisschen auf Bewegungsgeschwindigkeit, dass wir vielleicht doch dem einen oder anderen langsamen Sachen abhauen können. Wäre ganz gut. Fiomia-Sattel, naja, nee, weiß ich nicht, ob ich das brauche, ehrlich gesagt. Standing Torch genauso erstmal nicht. Die schräge, ja, weil ich ja nicht dann die schrägen Holzdinger haben will, aber naja, mal schauen. Zementpaste wäre eine Idee. Schießpulver brauchen wir noch nicht. Das geht auch noch nicht, weil mir das Zimtpulver fehlt, genau. Käfig brauchen wir nicht. Bola, das ist eben neu mit dem letzten Patch jetzt. Der Kompass wäre eine Idee. Was noch besser wäre, wäre das Fernrohr erstmal. Parasaurus-Sattel, ja okay. Jetzt wäre aber die Frage, ob man nicht lieber erstmal den Bogen lernen. So, machen wir das doch. So, herstellbares. Wir gehen zurück auf Waffen. Primitiv entfernt. Bogen, vergiss es, mir fehlen Fasern. Okay. Dann wollen wir mal hier Fasern looten. Ist ja egal. Na. Ja, die ganzen Bären, das kann ich eigentlich ja wegschmeißen. Die brauche ich noch nicht. Das kann ich vergessen. Ist noch uninteressant. Herstellbares. Jetzt machst du mal den Bogen. Danke. Könntest sogar einen zweiten machen, aber das ist Quatsch. Die Pfeile kennen wir noch nicht. Auch sehr gut. Wie viel Uhr haben wir mittags? Ja, ist okay. So, wir hätten einen Bogen, den wir ohne Pfeile sowieso nicht verwenden können. Wir haben hier die hier. Und die Kiste stellen wir dann gleich auf. Wie sieht es vom Gewicht her aus? Wir schleichen immer noch. Ich denke mal, die 50.000 Fleisch, was nützen die mir? Schmeiß die mal weg. Das ist also Fisch. Jetzt wird unter... Ah, raw food will, it's unhealthy for humans. Aber rohen Fisch kann man doch essen. Was mit Sushi? Ich meine, dass das... Ja, das verstehe ich ja gerade noch. Ach ja, das sind 100. Deswegen bin ich auch so schwer beladen. Ja, dann habe ich hier die ganzen Beeren, die ich eigentlich nicht brauche. Steine. Ja, den ganzen Fisch im Prinzip. Was nützt der mir gerade? Wieso habe ich hier Metall angefangen? Ach so, weil es ein anderer Stack ist, ne? Genau, der war nämlich noch 200 und der ist jetzt mit dem 5000. Ja, ja, krank. Na gut. Damit wir vielleicht ein bisschen noch was loswerden, würde ich sagen, bauen wir mal... Ach so. NC Wooden Ceiling. Ja, genau. NC Wooden Wall. Jetzt ist natürlich die Frage, wir bräuchten natürlich NC sowieso. Stellen wir lieber die NC-Sachen her. So, kriegt man ein bisschen Gewicht weg? Ja. Gut, das heißt nämlich, wir könnten jetzt noch ein bisschen mehr Gewicht wegkriegen. Ah, da ist ein Dreieck. Aber wahrscheinlich auch viel zu hochlevelig für mich im Moment. Ja, 120. Originales Max-Level. Naja gut, ich habe hier ein Max-Level von 240. Durch das Difficulty 8 Plus. Ein bisschen Zeit ist noch. Ja, es ist halt jetzt doof, ne? Ja, den füllt er gar nicht. Das geht nur, wenn man steht wahrscheinlich. Ich wollte gerade versuchen, den Schlauch zu füllen. Tja. Bisschen doof. Kann ich behaupten, dass mir das gefällt. Aber gut.
Ja, also Ausdauer sinkt so gut wie überhaupt nicht. Das passt schon. So, jetzt probier mal die 7 zu füllen. Geht, jawohl. Aber gut, er verliert sowieso über die Zeit hinweg Wasser. Sogar relativ schnell, aber gut, Wasser ist kein großes Problem. Kriegen wir. Rohfischmeat. Aus Rohfischmeat wird dann verdorbenes Fleisch. Das ist auch sehr sinnvoll. Irgendwie. Muss man jetzt nicht verstehen. Also ein bisschen was loswerden, denke ich mal. Oi. Was geht denn da draußen ab? So, dann stellen wir mal die 8 einfach neben das Bett. Eine billige Anfangskiste. Muss jetzt auch nicht besonders schön sein. Ja, dann tun wir da die Megalodon-Zähne rein, weil die wiegen was. 5000, das ist ein neuer Stack. Ah, das ist der alte von 500 oder so. Ja, ja, okay. Boah, hallo. Hallo. Hallo? Aha. So. Ja, jetzt ist die Frage, was könnten wir denn noch wegtun? Also, im Prinzip, der vergammelt mir sowieso. Was soll's? Vergammeltes Fleisch, tu's hier rein. Auch das brauche ich nicht. Rohes Fleisch, tu's erstmal rein. Die Steine wiegen eigentlich auch zu viel. Das Metall, ja, tu's hier rein. Das ist der große Stack. Das können wir aufstellen. Ja, die Samen können wir ja mal aufheben. Vielleicht können wir ein bisschen was anpflanzen später. Im Moment sowieso nicht. Ja, den Rest behalten wir. Ach nee, Quatsch, das Carbonemis-Ei, das wiegt ja viel zu viel. Das habe ich ja erfolgreich geklaut. So, die 8. Ja, interessant werden die In-Sea-Sachen natürlich, wenn man hier so in die Wand reinbauen will. Aber das entfällt jetzt sowieso erstmal. Auch eigentlich können wir ja die Abkürzung nehmen, ne? Hurra! Bumm. Na, dann wollen wir mal ein bisschen weiter ein paar Holzwände und so bauen. Auch das gibt schon Level. Bisschen was zusammenfarmen. Ist natürlich jetzt ein bisschen nervig. Aber wie gesagt, hier muss ich mich nicht safe stellen. Das ist Single. Von daher ist scheißegal, wenn ich nicht da bin, nicht zocke, dann geht ja hier nichts weiter. Von daher auch wieder egal. Hallo? So. Ja, ich bin überladen von mir aus. Herstellbares, wir machen die NC-Wand trotzdem mal. Wir gewöhnen uns mal dran, dass wir mit NC bauen. Ich kenne noch gar nicht die Tür, das ist schlecht. Die bräuchte ich ja langsam auch noch. Ja, ein Level werden wir auf jeden Fall noch machen. Und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht wäre es eine gute Idee, noch ein bisschen Stroh zu besorgen. Weil das kriegt man so nicht ohne weiteres. Oder zu wenig. So, NC Wall. Ach, geht nur eine. Schon wieder zu wenig Holz. Naja, gut, warum nicht? Dann hol mal mehr Holz noch raus. Ja, ein Level ab. Haben wir nach der nächsten Wand auf jeden Fall. NC Wooden Wall, zack, los geht's. Und dann können wir vielleicht mal schauen. Na, doch nicht. Ganz knapp nicht. So ein Cheat. Ah, jetzt. War das ein Schwein? Nee, nee, das war eine Schildkröte, was ich da gehört habe. Ja, ja, ist eine Schildi. Gut, die tut mir ja erstmal nichts. Genauso wenig wie ein Schwein natürlich. Geh mal ein bisschen... Ja, komm, machen wir nochmal Bewegungsgeschwindigkeit. Jetzt gucken wir mal wegen der Holztür. Wo ist die denn? Ah, hier. Holztürrahmen. Schräges Holzdach, Holztür.
Wir verzichten erstmal aufs schräge Dach. So, jetzt haben wir sowieso keine Punkte mehr. Ah, ein Steinpfeil. Ich glaube, den brauchen wir sowieso, um den... Ja, wir sind eh noch kein Level. Was soll's, machen wir mal einen Steinpfeil. So. Ach so, ich kann mich nicht rühren. Ja, sehr gut. Was fehlt mir? Ach, Fasern fehlen mir. Sinnig. Komme ich hier irgendwann Fasern ran? Nein. Ah, verdammt. Bin ich jetzt so schwer, dass ich gar nichts mehr tun kann? Das ist sehr gut. Ja, Steine. Steine brauche ich später zwar auch, aber im Moment nicht. Also weg damit. So, jetzt müsste ich mich ja zumindest wieder bewegen können. Gut, Fasern her damit. Jetzt habe ich wieder einen Stein aufgenommen, oder besser gesagt 7, weil ich ja mal 7 Harvest habe. Das ist natürlich sinnig. Ja, Ceilings brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht. Wir brauchen erstmal die NC Wooden Wall. Wir brauchen natürlich den Holztürrahmen. NC weiß ich nicht, ob man den braucht. Egal. Machen wir das. Machen wir noch eine Holztür. So. Jetzt sind wir auch nicht mehr zu schwer. Das ist schon mal gut. Jetzt probieren wir mal, wie es aussieht mit diesen NC Wooden Foundation, ob wir die in die Wand reinkriegen. Sollte ja eigentlich klappen. So, und wo schlappe ich jetzt gerade rum? Da geht's zurück, okay. So, ja, wir werden uns also trotzdem da reinstellen. Brauchen wir zwar eigentlich nicht, aber egal. Und dann werden wir die Sache für jetzt dann mal beenden. Finde ich ziemlich schade, weil, also ich will auch schon wieder auf dem Server weiterzocken, auch weil die Arbeitskollegin eben auch weiterzocken will. Das ist doch scheiße jetzt hier. Ja, Hunger steigt so gut wie überhaupt nicht. Das ist ziemlich egal. So ein Cheat. Hier wieder ein Stoff unterwegs. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt, ey. Und noch nicht mal geforscht. Ach ja, genau, den Design-Desk, den wollte ich ja auch noch machen. Ich glaube, den könnte ich sogar schon. Der kostet nur... Uiuiui. Der kostet nur Holz, glaube ich. Mal schauen. Naja. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie man da mal... weiterkommen, wie wir da irgendwie vielleicht weitermachen können. Wäre schon ganz nett. Die 8 hier hin. Die 8. Warte mal. Warte mal. Das ist doch jetzt falsch rum. Oder? Ja, das ist falsch rum. So ist richtig, ja. Ah, jetzt macht es auch richtig. Gut. So, dann machen wir nämlich da lieber noch eine Foundation hin. Wobei das jetzt eh erstmal das Erste ist. Das bleibt ja nicht. So, jetzt wollte ich aber trotzdem gucken, ob man vielleicht... Scherzeshalber. Ich meine, klar kriegen wir die da rein, aber kriegen wir die auch... Genau. Das ist nämlich der Sinn und Zweck der Sache der NC, dass man viel weiter reinbauen kann. Ja. Okay, funktioniert. Also wir müssen die NC-Sachen bauen, muss ich mich mal dran gewöhnen. Dann hätten wir die 0. Ich hoffe richtig rum. Okay. Weil sonst hätte ich jetzt Pech gehabt. So. Und dann haben wir es jetzt praktisch schon wie auf dem Server. Dass man hier safe stehen könnte. Zack. Okay, passt. Ist zu. Wir haben ein erstes, ja, was heißt Haus, aber Beginn. Tja. Ist irgendwie ein wenig saudumm jetzt hier. Mit dem Server, das gefällt mir gar nicht. Ja, was ich noch mache, weißt du was, das wiegt alles. Das schmeißt doch den Scheiß weg. Genauso die Beeren. Was jetzt mehr als 3 wiegt, schmeiß hier rein. Hier.
Ja, dann ist eh schon voll. Hahaha. Ach, das ist der große Stack. Das heißt, das wäre der kleine. Schmeiß weg. Das ist der große Stack. Tu den rein und schmeiß das weg. Tschüss. So. Und das ist der große Stack. Ja, dann schmeiß den weg. Tschüss. Braucht man nicht. Ja, und die kleinen Stacks eben, wie gesagt, die können sich dann verpissen. Ansonsten haben wir im Moment jetzt ganz gutes Gewicht. Ja, das ist in Ordnung. Wir haben wir jetzt gut freigeräumt. Können dann am nächsten Mal ein bisschen weiter farmen und bauen gehen. Haben ein Bett, falls wir sterben. Wir bräuchten eine zweite Kiste mit ein bisschen Anfangsausrüstung eigentlich. Aber naja, mal gucken. Vielleicht machen wir das beim nächsten Mal. Jo, blöd. Aber jetzt zocke ich halt erstmal so ein bisschen weiter als Single. Was soll's? Pech gehabt. Dann danke ich fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Und wir sehen uns. Oh, es gewittert. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn ich doch vielleicht auch mal ein paar Level mehr machen kann noch. Welches Level sind wir denn jetzt gerade? Ja, das sieht doch ganz gut aus. Bis Level 20. Und dann können wir ja auch schon durchaus was tun. Mit Level 20. Dann kann ich nämlich, glaube ich, die Betäubungspfeile lernen. Und dann schauen wir mal, ob wir schon was bisschen gezähmt kriegen und was. Weil theoretisch könnte ich ja Mörser und Stößel zum Beispiel machen. Kochen, elektrisch, Herstellung? Ja, Herstellung ist es tatsächlich. Man bräuchte nur Stein. Das Leder dafür hätte ich. Naja, das ist doch in Ordnung. Und das ist die Pimps Missy. Ja, ach Gott, wie viel Metall brauche ich dafür? Hilfe. Ja, das dauert, bis wir das machen können. Das können wir mal fett vergessen. Betten ist klar. Lager, da haben wir eben hier die Crafting Station. Auch die können wir erstmal vergessen. Landwirtschaft, da ist der Giant Composter drin, jo. Der kostet halt nur Holz ohne Ende und Stroh, das wäre sogar möglich. Was, elektrisch? Ach so, ja, natürlich, die Dinge braucht genauso Metall erstmal. Kochen, da hätten wir eben die Feuerstelle, das Lagerfeuer, ja. Na gut. Jo, dann bis zum nächsten Mal, wenn es hoffentlich zu Level 20 geht und dann mal schauen, ob wir schon mal was zähmen können. Irgendwas, was uns vielleicht als Transportmittel dienen kann. Para oder irgend sowas. Bis dahin.